Im Folgenden möchte ich der Frage nachgehen, wie sich Markov-Ketten unter Zeitumkehr verhalten. Dazu möchte ich das Folgende betrachten. Also sei Xn eine irreduzible Markov-Kette mit Zustandsraum E und Übergangsmatrix P, die in einer invarianten Verteilung gestartet wird. Und diese invariante Verteilung möchte ich mit Pi bezeichnen. Und jetzt möchte ich das Folgende machen. Ich fixiere mir ein Groß N aus den natürlichen Zahlen inklusive der 0 und definiere mir einen neuen Prozess Yn N, wobei klein n hier Werte annimmt zwischen 0 und Groß N. Und Yn ist wie folgt gegeben, nämlich als Zeitumkehr des Prozesses Groß X bezüglich diesem Groß N. Das heißt, der Wert von Yn ist gegeben durch den Wert von Groß X an der Stelle Groß N minus klein n. Und die Behauptung hier ist jetzt das Folgende, dass es sich bei dem stochastischen Prozess Y in der Tat um eine Markov-Kette handelt mit Startverteilung Pi und Übergangsmatrix P Stern, wobei diese Elemente dieser Übergangsmatrix P Stern wie folgt definiert sind, nämlich P Stern an der Stelle XY ist nichts weiter als der Wert von Pi Y mal Y, X geteilt durch Pi von X. Und diese stochastische Matrix P Stern wird auch als duale Übergangsmatrix bezeichnet. Schauen wir uns den Beweis an. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist überhaupt unsere stochastische Matrix P Stern wohl definiert? Und hier fließt jetzt ein, dass nach Annahme unsere stochastische Matrix P irreduzibel ist. Was wissen wir nämlich in diesem Fall? Aufgrund von Bemerkung 19c wissen wir ja, dass unsere invariante Verteilung punktweise positiv ist. Das impliziert sofort, dass dieser Bruch in der Definition von den Matrixelementen P Stern endliche Werte annimmt. Die zweite Bedingung, von der wir uns überzeugen müssen, ist, handelt es sich bei dieser Matrix P Stern überhaupt um eine stochastische Matrix? Und hierzu rechnen wir das Ganze einfach nach. Wir fixieren uns ein X in unserem Zustandsraum E und bilden die Summe von P Stern XY über alle Y aus unserem Zustandsraum. Und von dieser Summe wollen wir uns überzeugen, dass sie gleich 1 sind. Also was können wir machen? Wir setzen hier an der Stelle einfach nur die Definition von P Stern XY ein. Das ist ja nach Definition nichts weiter als dieser Bruch. Aus dem sehen wir, dass dieser Nenner unabhängig ist von Y und wir den einfach aus der Summe rausnehmen können. Das heißt, es bleibt übrig, dieser Bruch 1 geteilt durch Pi von x mal die Summe über alle Y aus unserem Zustandsraum von dem Produkt Pi von Y mal der Übergangswahrscheinlichkeit P von Y, x. Jetzt wissen wir aber, dass Pi eine invariante Verteilung ist. Das heißt, diese Summe ist nichts weiter anderes nach Definition als der Wert von Pi an der Stelle x. Der kürzt sich gerade mit diesem Bruch hier 1 geteilt durch Pi von x raus. Und dadurch haben wir jetzt nachgerechnet, dass in der Tat es sich bei P Stern um eine stochastische Matrix handelt. Also sind wir jetzt in der Lage, zum Nachweis, dass es sich bei diesem Prozess Y um eine Markov-Kette handelt, den Satz 1,7 anzuwenden. Und der besagte das Folgende: Wir müssen uns davon überzeugen, dass sich die endlich dimensionalen Verteilungen, also beliebige endlich dimensionale Verteilung, ausdrücken lassen als das Produkt aus Startverteilung mit den entsprechenden Elementen der stochastischen Matrix. Rechnen wir dies also nach. Wir fixieren uns also ein klein n aus der Menge 0 bis groß n und wir fixieren Punkte y0 bis yn in unserem Zustandsraum E und betrachten genau diese endlich dimensionale Verteilung. Jetzt können wir im ersten Schritt erstmal die Definition von Y an den Stellen 0 bis an den Stellen zum Zeitpunkt n einsetzen. Das ist also nichts weiter als der Prozess x zum Zeitpunkt Groß N minus 0.
bis der Prozess groß x an der Stelle groß n minus n. Das heißt, wir haben einfach nun erstmal dieses Ereignis umgeschrieben mit Hilfe des stochastischen Prozesses bzw. der Markov-Kette x. Was wir jetzt machen können oder was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte auf dieses Ereignis, nämlich dass sich der Prozess x zum Zeitpunkt groß n minus klein n in yn befindet, bedingen. Das kann ich dann machen, wenn dieses Ereignis von 0 verschieden ist. Wenn dieses Ereignis 0 ist, dann ist sowieso nichts zu zeigen. Also nehmen wir also an, dass dieses Ereignis hier oder die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis von 0 verschieden ist. Dann schreibe ich also mit Hilfe der Fallunterscheidungsformel explizit aus. Einmal die Wahrscheinlichkeit bei Start in Pi, dass sich der Prozess zum x zum Zeitpunkt groß n minus klein n im Punkt yn befindet, mal dieser bedingten Wahrscheinlichkeit bei Start in x von diesem Ereignis, dass sich der Prozess x zum Zeitpunkt groß n in y0 befindet, bist von dem Ereignis, also die ganzen Durchschnitte bis zu dem Ereignis, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt groß n minus klein n plus 1 im Punkte yn minus 1 befindet, gegeben, dass der Prozess x zum Zeitpunkt groß n minus klein n in diesem Punkte yn ist. Jetzt kann ich natürlich bezüglich der Markov-Kette x den Satz 1,10, also die Verallgemeinerung der Markov-Eigenschaft, anwenden und diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier auch ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit bei Start in dem Punkt yn von dem Ereignis, dass sich der Prozess x zum Zeitpunkt 1 im Punkte yn-1 befindet, bis zu dem geschnitten mit diesen ganzen Ereignissen, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n im Punkte y0 befindet. Auf der anderen Seite kann ich mit Hilfe von Satz 1,8 auch diese eindimensionale Verteilung explizit ausschreiben mit Hilfe der Startverteilung Pi und der Übergangsmatrix. Genauer gesagt der Übergangsmatrix P hoch groß n minus klein n. Das ist nämlich, diese Wahrscheinlichkeit ist nichts weiter als dieses Vektormatrixprodukt. Jetzt kann ich aber ausnutzen, dass Pi eine invariante Verteilung ist. Das heißt, ich weiß, dass dieses Vektormatrixprodukt sich auch explizit schreiben lässt als Pi ausgewertet an der Stelle yn. Damit habe ich sozusagen hier erstmal diesen ersten Faktor produziert. Auf der anderen Seite kann ich natürlich den Satz 1,7, der eine genau dann wenn-Aussage war, anwenden auf die Markov-Kette x. Und das erlaubt mir, diese endlich dimensionale Verteilung auch zu schreiben als das entsprechende Produkt der Elemente der stochastischen Matrix P, nämlich dass diese endlich dimensionale Verteilung sich auch ausdrücken lässt als p von xn mal xn minus 1 bis p von y1 bis y0. Was kann ich jetzt machen? Naja, wenn ich mir diesen ersten Term hier aus anschaue, also pi von yn mal p von yn, yn minus 1, dann sieht es ja fast aus wie p Stern von yn minus 1, yn. Was fehlt, ist einfach nur noch der entsprechende Nenner. Nämlich, ich muss noch teilen durch den Wert von pi von yn minus 1. Dadurch, dass wir ja wissen, dass unser pi punktweise positiv ist, dürfen wir es tun. Und damit produzieren wir hier diesen ersten Faktor. Jetzt kann ich natürlich aber dadurch, dass ich durch den Wert von pi von yn teile und mit dem mal nehmen, das Ganze sukzessive auch weiter fortführen und erhalte am Ende genau dieses Produkt, nämlich pi von y0, was dadurch kommt, dass ich diesen letzten Faktor durch pi von y0 teile, also ich erweitere sozusagen mit pi von y0 und das ist sozusagen der Term, der übrig bleibt. Und dann bleiben übrig genau diese n entsprechenden Matrixelemente p Stern ausgewertet zu den, an den entsprechenden Stellen.
Und hier greift jetzt genau der Satz 1,7, der uns dann aussagt, aufgrund dieser Darstellung, dass es sich in der Tat bei dem Prozess Y um eine Markov-Kette handelt mit Startverteilung Pi und Übergangsmatrix P Stern. Und damit haben wir den Satz bewiesen. Was ich mir jetzt angucken möchte, ist eine spezielle Klasse von Maßen, die man als reversibel bezeichnet. Also ich betrachte mir ein Maß Pi auf meinem Zustandsraum E und das nennt man reversibel bezüglich einer stochastischen Matrix P, falls die sogenannte Detailed Balance Bedingung erfüllt ist. Und das ist das folgende. Ich nehme mir her zwei Elemente aus dem Zustandsraum X und Y und falls gilt, dass Pi von X mal P von X, Y das gleiche ist wie Pi von Y mal P von Y, X, dann nennt man die Detailed Balance Bedingung als erfüllt. Und hier noch eine Sprechweise. Eine stochastische Matrix nennt man reversibel, falls ein Maß existiert, das reversibel ist bezüglich P. Welche Konsequenzen hat es jetzt, dass ein Maß reversibel ist? Und die erste Konsequenz ist, dass es sich bei Pi im Falle eines reversiblen Maßes auch um ein invariantes Maß handelt. Warum ist das erfüllt? Ja, ich kann einfach an dieser Stelle ja mal summieren über alle y aus meinem Zustandsraum. Dann sehe ich, dann kann ich auf diese Seite gehen. Wenn ich hier summiere über alle y aus meinem Zustandsraum, kann ich natürlich ausspielen, dass es sich bei der Matrix P um eine stochastische Matrix handelt. Das heißt, die entsprechende Summe über y von diesem Element ist nichts weiter als 1 und dann steht genau die definierende Eigenschaft eines invarianten Maßes. Die zweite Beobachtung ist das folgende, falls die stochastische Matrix P reversibel und irreduzibel ist, dann folgt sofort, dass die duale Matrix P Stern gleich der Matrix P ist. Warum folgt das? Gehen wir mal zurück zur Definition von der dualen Matrix. Und jetzt sehe ich an dieser Stelle, wenn ich weiß, dass Pi ein reversibles Maß ist, dann kann ich natürlich hier die Detailed Balance Bedingung benutzen und dieses Produkt Pi von Y mal P von Y, X auch ausdrücken als Pi von X mal P von X, Y. Das Pi kürzt sich raus und dann steht in der Tat da, dass P Stern von x, y gleich P von x, y ist. Damit haben wir uns auch von dieser Aussage überzeugt. Im Folgenden möchte ich einfach mal ein Beispiel angeben, einer Markov-Kette, zu der ich ein reversibles Maß konstruieren kann. Und dabei handelt es sich hier um das folgende, sogenannte Ehrenfest-Modell. Und das ist das Folgende. Also ich nehme mir zwei Urnen her, und in diese Urnen lege ich n Kugeln. Und jetzt ist der Mechanismus wie folgt. Zum Zeitpunkt n wähle ich zufällig mit gleicher, also mit uniformer Verteilung unter allen Kugeln eine aus. Dann weiß ich sozusagen, welche ich die gezogen habe, aus welcher Urne die stammt und ich packe sie in die entsprechende andere Urne rein. Und das wiederhole ich jetzt unabhängig für jeden Zeitpunkt. Jetzt möchte ich mit xn die Anzahl der Kugeln zum Zeitpunkt n in der ersten Urne beschreiben. Und natürlich nimmt der Wert xn nur Elemente an zwischen 0 und groß n. Und ich kann auch explizit Übergangswahrscheinlichkeiten hinschreiben, nämlich die Wahrscheinlichkeit vom Zustand x in den Zustand y zu springen, ist gerade gegeben durch den Wert x geteilt durch n, falls y gerade x minus 1 ist, beziehungsweise diese Übergangswahrscheinlichkeit nimmt den Wert an 1 minus x geteilt durch n, falls y gerade x plus 1 ist. Warum ist das der Fall? Dann schauen wir uns das im zweiten Beispiel einmal an. Wenn ich weiß, dass in der Kugel, in der Urne x Kugeln liegen und ich möchte, dass in meiner ersten Urne nach dem Ziehen x plus 1 Kugeln liegen, dann bedeutet das ja nichts weiter, als dass ich aus der zweiten Urne eine Kugel gezogen habe. Wenn in der ersten Urne aber x Kugeln liegen, dann weiß ich, in der zweiten Urne liegen n minus x Kugeln.
Und wenn ich weiß, dass ich mit gleicher Verteilung eine Kugel ziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Kugel aus der zweiten Urne zu nehmen, zu ziehen, gerade gegeben durch n minus x geteilt durch n. Und das ist genau dieser Ausdruck hier. Und jetzt behaupte ich, dass Pi von x, das wie folgt gegeben ist, als 2 hoch minus n mal diesen Binomialkoeffizienten n über x ein reversibles Maß darstellt. Und nicht nur ein reversibles Maß, es handelt sich hierbei sogar um eine reversible Verteilung. Warum ist das der Fall? Wir müssen also die Detailed Balance Bedingung nachprüfen. Also ich fixiere mir jetzt hier ein x aus der Menge 0 bis n minus 1 und ich betrachte einfach mal dieses Produkt pi von x mal p von x, x plus 1. Jetzt setze ich einfach mal die Definition ein. Dann steht da r2 hoch minus n mal dieser Binomialkoeffizient n über x mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich von x nach x plus 1 springe, ist gerade gegeben durch 1 minus x geteilt durch n nach Definition. Jetzt möchte ich diesen Binomialkoeffizienten einmal explizit ausschreiben. Das ist also nichts weiter als n-Fakultät geteilt durch x-Fakultät mal n-x-Fakultät. Und ich möchte diesen Term 1 minus x geteilt durch n mal auf einen Nenner bringen. Das ist also nichts weiter als n minus x geteilt durch n. Jetzt sehe ich, kann ich hier kürzen, einmal das n minus x mit dem letzten Faktor aus dieser Fakultät. Das gleiche gilt für dieses n. Ich erhalte erstmal als Ausdruck den Wert 2 hoch minus n mal n minus 1 Fakultät geteilt durch x Fakultät mal n minus x minus 1 Fakultät. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte erweitern mit dem Wert x plus 1 und ich möchte erweitern mit n. Und dann sehe ich, kann ich natürlich, wenn ich mit x plus 1 erweitere, kann ich das einmal absorbieren hier oder zusammentun mit dieser Fakultät und ich erhalte den Wert x plus 1 Fakultät und das gleiche für n. Und in dieser letzten Fakultät habe ich einfach nur, wenn man das vergleicht, ein Minuszeichen ausgeklammert. Was ich jetzt sehe, ist, das ist ja nichts weiter als der Wert von Pi an der Stelle x plus 1. Auf der anderen Seite ist dieser Wert hier nichts weiter als der Wert der Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand x plus 1 in den Zustand x. Und damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass die Detailed Balance Bedingung erfüllt ist. Ergo handelt es sich bei Pi um ein reversibles Wahrscheinlichkeitsmaß. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte sozusagen eine Bedingung angeben, mit deren Hilfe man entscheiden kann, allgemein entscheiden kann, ob ein Maß irreversibel ist bezüglich einer gegebenen stochastischen Matrix. Und das ist sozusagen die Aussage des sogenannten, der sogenannten kolmogorowschen Zügelbedingung. Die sagt das Folgende aus. Also ich gebe mir vor, eine stochastische Matrix P, von der ich annehmen möchte, dass sie irreduzibel sei. Wir werden sehen, wo das eingeht. Dann ist die Aussage das Folgende. Ein Maß Pi auf meinem Zustandsraum E ist genau dann reversibel bezüglich dieser stochastischen Matrix Pi, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind. Die erste Bedingung sagt aus, dass wenn die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand x in den Zustand y positiv ist, dass dann daraus folgt, dass auch die Übergangswahrscheinlichkeit von dem Zustand y zurück in den Zustand x auch positiv sein muss. Und die zweite Bedingung, jetzt kommt Zügeln ins Spiel, sagt das Folgende aus. Nehme mir also her eine Folge von Zuständen aus meinem Zustandsraum E, die ich mit x0 bis xn bezeichnen möchte. Und von dieser Folge möchte ich folgende beiden Dinge annehmen. Die erste Bedingung ist nämlich, xn soll gleich sein dem Wert x0. Und die zweite Bedingung ist, die Elemente xi sollen so gewählt sein, dass gilt, dass dieses Produkt p von xi, xi minus 1 positiv ist. Und wenn ich so einen Zügel gewählt habe mit dieser Eigenschaft, dann soll gelten, dass das folgende Produkt dieser Brüche, nämlich p von xi minus 1, xi und p von xi, xi minus 1. Also ich vergleiche sozusagen die Wahrscheinlichkeit von xi
minus 1 nach xi zu springen, mit der Wahrscheinlichkeit von xi zurück nach xi minus 1 zu springen. Und ich muss nachweisen, dass dieses Produkt gerade gleich 1 ist. Schauen wir uns den Beweis an. Wir müssen zwei Richtungen zeigen. Und die erste Richtung ist, wir nehmen an, dass Pi ein reversibles Maß ist. Was wissen wir dann? Wir wissen insbesondere auch, dass Pi ein invariantes Maß ist. Aufgrund der letzten Bemerkung. Weiterhin folgt aus der Tatsache, dass die stochastische Matrix P irreduzibel ist, aufgrund von Bemerkung 19c, dass dieses invariante Maß die Eigenschaft hat, punktweise strikt positiv zu sein. Und das wird jetzt wichtig sein im Laufe des Beweises. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen diese beiden Bedingungen 1 und 2 verifizieren. Zeigen wir also erst die erste Bedingung. Nehmen wir also an, dass wir x und y so gewählt haben, dass dieses Matrixelement p x, y positiv ist. Jetzt kann ich natürlich aufgrund der Tatsache, dass p ein reversibles Maß ist, die Detailed Balance Bedingung ins Spiel bringen. Und zwar in der folgenden Art und Weise. Also ich möchte mich ja davon überzeugen, dass auch das Matrixelement p y, x positiv ist. Was kann ich also machen? Ich erweitere in dem ersten Schritt erstmal mit dem Wert des invarianten Maßes pi an der Stelle y. Und aufgrund dieser Tatsache, dieser punktweisen Positivität, weiß ich natürlich auch, dass das wohl definiert ist hier. Und jetzt kann ich an dieser Stelle natürlich pi von y mal p von y, x mit Hilfe der Detailed Balance Bedingung auch ausdrücken als Pi von x mal P von x, y. Jetzt wissen wir aber nach Voraussetzung, dass dieser Bruch strikt positiv ist, sowie aufgrund dieser Tatsache hier, dass dieses Matrixelement P von x, y positiv ist und daraus folgt natürlich sofort die Positivität des Matrixelementes P von y, x. Damit wäre die erste Bedingung nachgewiesen. Kommen wir zur zweiten Bedingung. Also nehmen wir uns jetzt einen Zykel her, der sozusagen diesen Bedingungen hier genügt. Und was wir zeigen müssen, ist, dass dieses Produkt von diesem Bruch dieser Übergangswahrscheinlichkeiten gerade 1 ergibt. Und auch hier möchte ich wieder die Detailed Balance Bedingung ins Spiel bringen. Also ich schreibe aus, dieses Produkt i gleich 1 bis n von p von xi minus 1, xi geteilt durch p von xi, xi minus 1. Ich erweitere mit dem reversiblen Maß an der Stelle xi minus 1 und jetzt nutze ich im Zähler die Detailed Balance Bedingung aus, die mir erlaubt, dieses Produkt p von xi minus 1 mal p von xi minus 1, xi aufzuschreiben als pi von xi. Was dann übrig bleibt hier, ist nichts weiter als p von xi minus 1, aber das hebt sich genau mit diesem Nenner weg. Das heißt, ich habe am Ende des Tages nur noch dieses Produkt stehen. Und wenn ich dieses Produkt ausschreibe, sehe ich, da kürzen sich ganz viele Terme raus und übrig bleibt am Ende nur der Wert von pi an der Stelle xn geteilt durch den Wert von pi an der Stelle x0. Dadurch, dass ich jetzt aber einen Zykel gewählt habe, bei dem x0 gerade gleich dem Wert xn ist, sehe ich, kommt an dieser Stelle einfach nur die 1 raus. Damit haben wir die zweite Bedingung verifiziert. Schauen wir uns jetzt die Rückrichtung an. Also wir nehmen an, wir hätten ein Maß pi gegeben, was den Bedingungen 1 und 2 genügt. Und wir wollen zeigen, dass wir dann ein reversibles Maß konstruieren. Also was wir hier sehen, diese beiden Bedingungen hier hängen ja erstmal gar nicht von einem Pi ab. Also müssen wir uns sozusagen, oder das erlaubt uns ein reversibles Maß Pi zu konstruieren. Und dabei gehen wir wie folgt vor. Dadurch, dass wir ja wissen, das Maß Pi, es sollte, damit es sinnvoll ist, die Aussage, aufgrund der Tatsache, dass wir ja irreduzibel sind, wissen wir, wenn wir ein Maß Pi haben, was nicht identisch 0 ist,
dann wissen wir ja, alle Matrix-Elemente, also alle Elemente dieses Maßes Pi müssen strikt positiv sein. Und im Falle, dass Pi konstant 0 ist, ist natürlich die Aussage irgendwie trivial. Und jetzt wähle ich mir einfach hier ein Z her, also ein Element Z aus meinem Zustandsraum und setze erstmal den Wert von diesem Maß Pi an der Stelle Z auf 1. Das möchte ich natürlich konstruieren. Und zwar in der Art und Weise, dass Pi am Ende des Tages ein reversibles Maß ist. Wie mache ich das jetzt? Naja, aufgrund der Tatsache, dass diese stochastische Matrix P irreduzibel ist, finde ich natürlich zu jedem x in meinem Zustandsraum ein n in der Art und Weise, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in z in n Schritten nach x zu gelangen positiv ist. Aufgrund dieser Tatsache kann ich natürlich Punkte x0 bis xn so auswählen, dass x0 gerade gleich z ist, xn gerade gleich x, das ist trivial, aber dass auch dieses Produkt von i gleich 1 bis n von p von xi nach p nach xi nach xi minus 1 strikt größer als 0. Und hier habe ich sozusagen zwei Dinge benutzt. Ich habe zum einen benutzt diese Bedingung hier, die es mir erlaubt, eine Folge zu wählen, und ich habe Bedingung 1 benutzt, um sozusagen diese Wahrscheinlichkeit umzuschreiben. Also aus dieser Bedingung folgt erstmal nur, dass das Produkt von p von xi minus 1, xi positiv ist, und aufgrund von Bedingung 1 darf ich das natürlich auch umschreiben. Das war Schritt 1, sozusagen diese Folge zu wählen. Mithilfe dieser Folge definiere ich mir jetzt den Wert von Pi an der Stelle x durch den folgenden Bruch, nämlich durch den Bruch i gleich 1 bis n von p von xi minus 1, xi geteilt durch p von xi, xi minus 1. Was müssen wir jetzt zeigen? Wir müssen jetzt zeigen, dass die Definition von diesem Wert Px wohl definiert ist, in dem Sinne, dass dieser Wert Px unabhängig ist von dem gewählten Pfad, der mich zu x führt. Wie machen wir das? Wir nehmen uns einen zweiten Pfad her, also ich nehme eine weitere Folge x0 bis xm, die so gewählt ist, dass x0 gleich z, xm' gleich x und auch, dass diese Produkte von xj' und xj', x'j minus 1 alle positiv sind. Und was mache ich jetzt? Na gut, aufgrund von 1 weiß ich natürlich auch, dass dann dieses Produkt positiv ist. Und jetzt definiere ich mir einen neuen Pfad. Nämlich ich definiere mir einen Pfad y0 bis yn plus m in folgender Art und Weise. Nämlich ich nehme erst die Elemente von diesem ersten Pfad her, also x0 bis xn. Und dann füge ich hinzu die Elemente von diesem weiteren Pfad, und zwar x m-1' bis x0'. Was habe ich damit erreicht? Na gut, erstmal aufgrund der Konstruktion weiß ich, dass y0 gleich yn plus m ist, das ist gleich dem Wert z. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass dieses Produkt i gleich 1 bis n plus m von diesen Übergangswahrscheinlichkeiten p yi minus 1 sich ausdrücken lässt mithilfe des Produktes der Übergangswahrscheinlichkeiten p von xi, xi minus 1 und diesem Produkt j gleich 1 bis n von p xj minus 1 Strich, xj. Und ich weiß natürlich aufgrund dieser Beobachtung und dieser Tatsache, dass dieses Produkt jeweils positiv ist und daraus folgt die Positivität von diesem großen Produkt. Also kann ich jetzt die Bedingung 2 anwenden, die mir das Folgende erlaubt. Ich kann also Pi von x, was ich ja auf diesen Wert gesetzt habe, jetzt auch
künstlich wie folgt schreiben. Ich kann es auch schreiben als das Produkt J gleich 1 bis M. In diesem Bruch E von xj minus 1 Strich, xj Strich geteilt durch E von xj Strich mal x, xj minus 1 Strich. Also ich habe sozusagen mit diesem Term erweitert und sozusagen das muss ich korrigieren und das, was ich korrigiere, stecke ich in sozusagen diese Folge, dieses Produkt und sozusagen der Kehrwert von diesem Produkt. Das ist aber nichts weiter als dieses Produkt der Ys. Aufgrund der Eigenschaft 2 wissen wir aber, dass dieses Produkt, dadurch, dass dieser Pfad Y den Bedingungen der Bedingung 2 genügt, gerade gleich 1 ist. Damit habe ich jetzt erreicht, dass sich der Wert von Pi an der Stelle x nicht ändert, wenn ich einen anderen Pfad wähle. Also ist unser Px pfadunabhängig gewählt und damit wohl definiert. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben uns jetzt sozusagen ein Maß Pi auf unserem Zustandsraum definiert. Was müssen wir jetzt noch nachweisen? Wir müssen noch nachweisen, dass dieses Maß Pi in der Tat reversibel ist, sprich der Detailed Balance Bedingung genügt. Also rechnen wir dies einfach nach. Der erste Fall ist natürlich trivial. Wenn ich einen Übergang habe von x nach y, der 0 ist, dann folgt natürlich sofort aus Bedingung 1, dass der Übergang auch von y zurück nach x 0 sein muss. Andernfalls ergibt sich ein Widerspruch. Und das ist natürlich diese Detailed Balance Bedingung in trivialer Weise erfüllt. Betrachten wir also den so einen Fall, dass dieser Übergang e von x nach y strikt positiv ist. Dann wissen wir natürlich auch, dass dieser Übergang, also das Matrixelement p, y, x positiv ist. Und jetzt kann ich natürlich einfach mal hingehen und dieses Produkt p von x mal p x, y explizit mit Hilfe der Definition ausschreiben. Wir wissen ja, das Maß Pi haben wir in dieser Art und Weise definiert. Also dieses Produkt entlang des Pfades, der uns von dem Zustand Z in den Zustand X führt, mal dieses letzte Matrixelement. Das ist dieser Term hier. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte erweitern mit dem Wert P von Y, X. Und ich möchte das sozusagen in dieser Form schreiben. Was ich jetzt hier sehe ist, naja, was hier steht, ist ja nichts weiter, also dieses große Produkt ist ja nichts weiter als ein Pfad, der mich von x0 in den Zustand y bringt. Und zwar x0 startet in z, xn plus 1 ist gerade y. Ich weiß, dass all diese Übergänge positiv sind. Das heißt, das ist einfach ein Pfad von z nach y. Wir haben gesehen, der Wert des Maßes, das wir uns hier definiert haben, ist unabhängig vom gewählten Pfad. Das heißt nichts weiter anderes, als dass dieses große Produkt, was hier übrig steht, nichts weiter ist als der Wert von Pi an der Stelle y. Damit haben wir jetzt den Nachweis erbracht, dass die Detailed Balance Bedingung erfüllt ist. Und damit wissen wir jetzt auch, dass das so definierte Maß Pi ein reversibles Maß ist. Warum ist dieser Satz nützlich? Und dazu kommen wir auf das folgende Beispiel, und das ist der sogenannte Geburts- und Todesprozess. Dabei handelt es sich um Folgendes. Ich betrachte hier eine Markov-Kette xn. Der Zustandsraum sind die natürlichen Zahlen inklusive der 0. Und diese Übergangsmatrix P ist durch folgenden Übergangsgraphen charakterisiert. Also kann von einem beliebigen Zustand, nehmen wir hier mal den Zustand 2, springe ich in den Zustand 3 mit Wahrscheinlichkeit P2 oder ich springe von Zustand 2 zurück in den Zustand 1 mit Wahrscheinlichkeit Q2 oder aber ich kann auch mit Wahrscheinlichkeit R2 im Zustand 2 verbleiben. Das heißt sozusagen die Summe von P2, Q2 und R2 muss natürlich 1 sein. Das hier nochmal explizit hingeschrieben. Und im Zustand 0 habe ich nur die Möglichkeit, entweder in Zustand 1 zu springen oder in der 0 stehen zu bleiben. Was sehe ich jetzt hier? Naja, aufgrund der Tatsache,
dass wenn ich jetzt einen beliebigen Pfad nehme, sagen wir mal, der in 1 startet und nach 1 wieder zurückgeht, dass ich, wenn ich eine Kante von einem beliebigen Zustand nehme, hier beispielsweise mal von 2 nach 3, wenn ich die k mal in eine Richtung überschreite, dann muss ich die natürlich auch entsprechend k mal in die n andere Richtung überschreiten. Und jetzt sehe ich, was dabei eine Rolle spielt, sind einfach nur diese Produkte aus P2 und Q3 oder wenn ich andersrum springe, aus Q3 und P2. Und ich sehe, die heben sich geeignet wieder raus. Das heißt, wenn man sich hier das mal explizit ausführt, sehe ich, dass die Kolmogorowsche Zügelbedingung erfüllt ist. Jetzt haben wir ja sozusagen im Beweis hier auch gesehen, wie man dann ein reversibles Maß definieren kann. Nämlich ich fixiere einfach den Wert des Maßes an einer Stelle und definiere mir an allen anderen Stellen den Wert von Pi an diesen Stellen einfach als dieses Produkt. Und genauso möchte ich hier vorgehen. Ich setze Pi an der Stelle 0 auf den Wert 1. Ich definiere mir Pi an der Stelle x genau als dieses Produkt. Und jetzt rechne ich hier nochmal explizit nach, dass es sich in der Tat in diesem Fall um ein reversibles Maß handelt. Warum ist das der Fall? Naja, Pi an der Stelle x minus 1 mal Pi von x minus 1, x. Nach Definition ja nichts weiter als Pi von x minus 1 mal den Wert Pi an der Stelle x minus 1. Also diese kleine Übergangswahrscheinlichkeit. Jetzt kann ich hier natürlich nicht trivialerweise folgende Erweiterung machen. Ich kann durch Q von x teilen und habe hier natürlich dann die Übergangswahrscheinlichkeit p von x nach x minus 1 stehen, nach Definition. Und jetzt sehe ich, dass sich dieses Produkt wieder zusammenfassen lässt aufgrund dieser Definition als das Maß pi an der Stelle x. Also in der Tat handelt es sich hierbei um ein reversibles Maß. Und das haben wir ja auch schon intuitiv gesehen, aufgrund der Tatsache, dass wenn ich einen geschlossenen Pfad nehme, dass diese Struktur der Übergänge es nichts weiter anderes ermöglicht, als dass dieses Produkt der dieser Brüche, die in der Zügelbedingung vorkommen, 1 sein. Was wissen wir jetzt noch? Also, oder welche Beobachtung können wir noch anstellen? Wir haben uns jetzt hier erstmal nur ein reversibles Maß konstruiert. Falls zudem gilt, dass die Summe über alle x von diesem Pi von x, was ja nichts weiter ist als die Summe über alle x von diesem Produkt y gleich 1 bis x von Pi y minus 1 geteilt durch Qx, wenn das endlich ist, dann können wir natürlich auch dieses reversible Maß wieder normieren und erhalten an der Stelle eine Gleichgewichtsverteilung. Was haben wir sozusagen jetzt gesehen? Wir haben kennengelernt in dieser Vorlesung den Begriff der invarianten Verteilung und der Gleichgewichtsverteilung. Und zudem haben wir gesehen, was es bedeutet, für ein Maß reversibel bezüglich einer stochastischen Matrix zu sein und wie dieser Begriff zusammenhängt mit den invarianten Maßen und der Gleichgewichtsverteilung und auch welche Konsequenz es hat bezüglich von Markov-Ketten.